Ja, es ist schon schwierig. Es kam relativ früh. Ich meine, ich habe das von meinem Vater geerbt, er von seinem Vater. Also mit 19, 20 hat es angefangen, wirklich Licht zu werden. Und das ist natürlich gerade in diesem Alter dann schon echt übel, ja. Naja, also der erste Weg ist ja immer erst zu kaschieren, solange wie es geht, solange eben noch Haare da sind. Und dann der zweite Schritt war eben die Haare abzurasieren. Das ist natürlich dann schon echt katastrophal in der ersten Sekunde. Aber man kommt irgendwie damit zurecht, aber glücklich ist man damit nicht. Und dann habe ich im Internet ein Video gesehen, wo auf einmal ein junger Typ ein Haarsystem bekommen hat. Und ich meine, Haarsystem kannte man ja nicht, es war eine Perücke. Und eben junger Typ und Perücke. Und das sah dann auch noch ziemlich geil aus. Und das war so die Geschichte, wo ich sage, geil, das ist die Lösung, das muss ich ausprobieren. Also erstmal, es ist natürlich die Haardichte und das Haar, was ich immer wollte. Und es hat natürlich noch einen großen Mehrwert. Und zwar, ich kann ja die Frisur tragen, die ich möchte. Ja, und selbst wenn ich vorher volles Haar gehabt hätte, hätte es ja nicht unbedingt passen müssen, wenn ich einen Wirbel gehabt hätte oder sonstiges, dass ich die Frisur tragen kann, die ich will. Also es gibt mir Freiheiten, die ich wahrscheinlich sogar mit richtigem Haar nicht hätte. Einschränkungen habe ich überhaupt nicht. Es war natürlich. Ich hatte auf einmal wieder Haare und musste mich drum kümmern. Und es ist ja genauso, wenn man ganz normale Haare hat oder eben Haarsystem. Man muss sie stylen, kämmen, waschen. Aber man macht es ja gerne, weil man eben wieder Haare hat. Durchweg positiv. Ich habe nichts Negatives gehört. Das lag aber auch daran, dass ich von vornherein gesagt habe: Du, hier, Haarsystem, sowas gibt's, ich will sowas machen. Und wunder dich nicht, wenn ich morgen einfach mit einer geilen Frisur hier stehe. Deswegen war das durchweg positiv. Und jeder hat gesagt, geil, würde ich auch machen. Und es ist überhaupt nicht verwerflich, sowas zu haben. Es hat mich noch keiner negativ darauf angesprochen oder hat es überhaupt erkannt. Bis auf einen, er hat gesagt, das ist doch eine Lace, oder? Da sage ich, hä, ja? Ja, ich trage auch eine. Also das war einer, der es wusste und er war einen halben Zentimeter von mir weg und hat es gesehen. Ja? Ansonsten gar keiner. Ja. Also das Selbstbewusstsein ist natürlich gestiegen, aber ich muss auch sagen, das Selbstbewusstsein ist auch dahingehend gestiegen, dass ich sage, ey, ich trage ein Haarsystem und ich mache es auch ab für dich. Hier ist der Onkel, guck ihn dir an. Also es ist durchweg positiv. Also nicht nur, weil ich volles Haar habe, sondern auch, weil ich ein Haarsystem trage und dazu stehe. Ich hatte immer gedacht, man spürt es bestimmt. Fühlt sich wahrscheinlich an wie eine Kappe oder sowas. Das ist überhaupt nicht der Fall gewesen. Ab der ersten Sekunde war es einfach total crazy, Haare am Ohr zu spüren oder Haare, die sich im Wind bewegen. Ich meine, das kannte ich ja dann schon jahrelang nicht mehr und das war einfach genial. Man guckt in den Spiegel und sagt, ey krass, ich habe einfach lange Haare. Schneidet sie mir ab, sie sind so lang, ja. Und das ist halt schon ein mega geiles Gefühl, ja. Also ich sag mal, nein, würde ich nicht, weil es einfach so einfach ist. Es ist nicht mehr Aufwand wie bei normalen Haaren. Ich würde natürlich sagen, wenn ich es machen müsste, dann habe ich durch dieses Haarsystem und der ganzen Geschichte genug Selbstvertrauen gewonnen, das mal abzunehmen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, mir irgendwann ein komplett graues Haarsystem zu kaufen, weil ich es brauche. Ja. Also sie kannte mich ja vorher schon. Also die Intention kam definitiv nicht von ihr. Aber was ganz interessant war, als ich dann die Haare hatte, hat sie gesagt, ey krass, ich habe mich sofort dran gewöhnt und ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie du ohne Haare aussiehst. Und es schränkt überhaupt nicht ein, egal wo, bei welchen Belangen. Also sie ist absolut d'accord damit, also sie steht dahinter, find's gut. Noch Fragen? She's too hot to handle. Oh.